Herr Minister, der Standort Hönnetal ist ja zurzeit sehr umstritten. Lohrst plant, bis ab 2023 um 80 Hektar zu erweitern. Wie stehen Sie dazu? Also ich persönlich glaube, dass wir solche Anlagen brauchen. Ich bin dafür, dass wir in Nordrhein-Westfalen ein starker Industriestandort bleiben. Wir wollen in Nordrhein-Westfalen ja auch weiterhin bauen. Wenn wir bauen wollen, brauchen wir auch Kalk. Ich glaube, dass Kalk auch in den Regionen abgebaut werden muss, dass man ihn nicht zu weit transportieren sollte. Und ich finde, dass heute ja die Planungsverfahren so sind, dass wir den Kalkabbau ja auch in Einklang mit der Natur hinkriegen können. Denn es werden ja anschließend die Flächen auch wieder renaturiert, dass auch anschließend dort wieder eine gewisse Artenvielfalt entsteht. Und es gehört einfach zu unserem Leben dazu, dass wir auch Bodenschätze, und Kalk ist ein Bodenschatz, letzten Endes im eigenen Land abbauen. Wie sollte man denn mit den Bedenken der Anwohner, der Bürger aus Eisborn, wie sollte man denn damit umgehen? Ja gut, man muss mit den Bedenken immer, finde ich, so umgehen, dass man sehr transparent darstellt, um was es geht. Durch Transparenz kriegt man eben auch Vertrauen. Aber ich meine, ich habe auch Verständnis dafür, wenn Menschen das nicht gut finden. Nur es ist einfach so, wir brauchen diesen Rohstoff. Hier ist er nun mal in der Lagerstätte vorhanden. Hier macht man seit 125 Jahren Kalkabbau. Das hat natürlich auch mit guten Arbeitsplätzen zu tun, das hat auch mit Wertschöpfung zu tun. Und ich finde, das muss abgewogen werden, aber am Ende abgewogen werden zugunsten der industriellen Arbeitsplätze. Wie steht denn die Landesregierung dazu? Ja gut, ich weiß jetzt nicht genau, wie wir dieses Planungsverfahren bearbeiten, aber generell ist die Landesregierung schon der Meinung, dass wir industrielle Strukturen ausbauen sollen und erhalten sollen. Dankeschön. Bitteschön.